Heute wurden die 10-Jahresdaten einer niederländischen Studiengruppe vorgestellt, die überprüften, ob die brusterhaltende Therapie der Mastektomie, also der Brustentfernung, überlegen ist. Herr Dr. Warm, was kam dabei heraus? Ja, die Daten waren schon sehr interessant. Die Frau van Maaren hat diese Daten aus Holland retrospektiv ausgewertet. Es waren ungefähr 37.000 Patienten dort drin, also eine große Anzahl. Es wurde unterschieden, einmal von der Tumorgröße her, aber auch vom Nodalstatus her. Und letztendlich waren die Zahlen eigentlich schon teilweise ein bisschen überraschend, teilweise aber auch zu erwarten. 60% dieser Patienten wurden in Holland eben nur brusterhaltend operiert. In Deutschland sind die Zahlen höher, 70% schaffen wir ungefähr, manchmal auch 80%. Und es war doch so, dass die Zahlen sich ziemlich glichen, gerade auch Patienten, und das war für mich überraschend, die nodal positiv waren, die wurden nicht bestrahlt und die Mastektomie war aber mit der Brusterhaltung, mit Bestrahlung gleich gut. Also fragt sich, oder das ist das, was eben auch diskutiert wird, muss jede Patientin mit positiven Lymphknoten auch bestrahlt werden? Das war die eine Überraschung aus meiner Sicht. Die andere, dass bei der Patientengruppe, die eigentlich sehr gut war, T1-Stadium, also kleiner Tumor, nicht befallener Lymphknoten, die profitieren von der Bestrahlung und brusterhaltenden Therapie besonders gut gegenüber der Gruppe der Patienten, die Brustentfernung bekommen haben. Und das wundert einen schon. Sie hat es etwas erklärt, das waren relativ junge Frauen und die teilweise eben dann wohl auch nicht ihre Hormontherapie langfristig genommen haben. Das könnte vielleicht den Unterschied erklären, aber das war für mich doch sehr überraschend. Ja, also mich überrascht das auch. Was mich auch überrascht hatte, eben die Kurve, der Unterschied eben zwischen der Mastektomie und der brusterhaltenden Therapie, dass der Unterschied so groß ist, also der Vorteil so groß gegenüber der Brustentfernung ist. Ja, und das eben eigentlich bei einer Patientengruppe, die sehr gut läuft. Es war ja auch eine Frage aus dem Publikum, warum wurden diese Patienten überhaupt mastektomiert? Bei T1-Stadium fragt man sich natürlich. Das konnte nicht richtig erklärt werden. Andere Sachen fehlten eben auch. Auch die richtige systemische Therapie war nicht richtig erklärbar. Das hat sie auch mit erwähnt. Auch die Gabe von Trastuzumab zum Beispiel war in diesen Daten nicht mit drin. Also da fehlen schon noch einige Sachen, aber prinzipiell, und das war sicherlich das, was man auf jeden Fall mitnehmen sollte, Brusterhaltung zu erreichen, ist ein sehr wichtiges Ziel für die Patienten, nicht nur von der Lebensqualität her, sondern eben auch von der Sicherheit. Könnte es sein, dass zum Beispiel es Patientinnenwunsch war, weil es mich auch gewundert hat, eben die hohe Anzahl von Mastektomien, dass die Patientinnen den Wunsch hatten, um eventuell eine Therapie zu umgehen? Ja, scheinbar ist es so, weil eben auch in dieser Gruppe doch eine große Anzahl wohl scheinbar drin waren, die eben dann ihre Hormontherapie nicht genommen haben, die gedacht haben, mit der Brustentfernung alleine ist die Sache getan. Das sieht man, dass es eben nicht so ist. Das ist sicherlich ein Grund. Der Angelina Jolie-Effekt war wahrscheinlich da noch nicht drin, weil die Daten eben von 2003 bis 2007 ausgewertet wurden. Also da war das noch nicht. Aber ein weiterer Vortrag in der gleichen Session zeigt eben in den USA, dass die Mastektomie-Raten steigen. Und ich glaube, da hat eben auch die Angst irgendwie davor, ist ein Grund dafür, was man aber ganz klar auch mit diesen Daten sagen kann, dass es eine falsche Auffassung ist. Also kann man eigentlich als Fazit ziehen, die brusterhaltende Therapie ist die Therapie der Wahl. Sie ist effektiver, sie ist auch weniger invasiv, schonender. Ja, auf jeden Fall. Und das war eben auch noch jetzt gerade zum Schluss der Session ein Beitrag, der in den USA eben gezeigt hat, Mastektomie mit Rekonstruktion, dass eben dadurch doppelt so hohe Komplikationsraten entstehen und deshalb, die sind alle umsonst. Wichtiger Punkt vielleicht noch in dem Zusammenhang war auch noch ein zweites Management, Brusterhaltung mit Brachytherapie. Also das scheint auch zu kommen, also nur Teilbrustbestrahlung zu nehmen. Das scheint eigentlich auch gut zu gehen und die Brusterhaltung ist sicherlich die Therapie der ersten Wahl mit Bestrahlung. Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Warm. Ich danke Ihnen auch.